Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Herwig Blankertz in seinen Ausführungen zu Theorien und Modellen der Didaktik auf die Lernenden zu sprechen kommt. Seine bildungstheoretische Didaktik versteht sich dabei vor allem als Handlungsanleitung für Lehrende. Es ist jedoch möglich, aus verstreuten Anmerkungen auch Blankertz' Annahmen zu Lernenden herauszuarbeiten. Grundlegend für Herwig Blankertz' Didaktik ist der Umstand, dass er von Kindern bzw. Jugendlichen im Rahmen der Berufsausbildung ausgeht. Der lernende Mensch ist für Blankertz also vor allem der arbeitende Mensch. Blankertz' bildungstheoretische Didaktik ist dabei zutiefst mit dem Gedanken der Chancengleichheit verbunden. Sein Ziel ist es, dass alle Menschen und mit denen alle Arbeitenden, und das heißt eben auch Lernende, die Möglichkeit haben, die Studienberechtigung zu erwerben. Damit zeigt sich im Blick auf die Lernenden der hohe Status wissenschaftlichen Wissens in Blankertz' Didaktik. Dabei möchte Blankertz politische und ökonomische Aspekte miteinander verbinden. Mithilfe seines Strukturgitteransatzes sollen deshalb die Lehrenden die Interessen der Lernenden herausarbeiten. Dazu muss, ganz im Sinne der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, das politische und das ökonomische System analysiert werden, in dessen Rahmen die Ausbildung der Lernenden stattfindet. Darüber hinaus hebt Blankertz auch hervor, dass die Lehrplantheorie die Möglichkeiten und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen genauso zu berücksichtigen hat, wie die konkrete Umwelt der Jugend und mithin der Lernenden. Die Analyse des politischen und ökonomischen Systems, etwa die Frage der staatlichen Konkurrenzfähigkeit, steht nach Blankertz also auch hinsichtlich der Lernenden im Mittelpunkt. Dabei müssen die dem System inhärenten Strukturen durch eine ideologiekritische Herangehensweise erfasst werden. So kann Emanzipation der Lernenden und die Entbindung kritischer Vernunft bei den Lernenden erreicht werden. In diesem Sinne hebt Blankertz auch mit Erwin Weniger hervor, dass der Geschichtsunterricht auf Seiten der Lernenden und im Sinne erkenntnisleitender Interessen vor allem die politische Bildung zu befördern habe. Dabei steht für Blankertz im Vordergrund, dass die Lernenden sich emanzipieren sollen. Es geht weniger darum, ob sich die Lernenden emanzipieren wollen. Insgesamt ist es Blankertz aber darum zu tun, das politische und ökonomische System von Bildung und Ausbildung zu reformieren. Insofern ist es bemerkenswert, dass Blankertz die Lernenden an einer Curriculumreform beteiligen will, die Notwendigkeit einer Reform aber ausschließlich mit dem Blick auf gesellschaftliche Tendenzen diskutiert. Die pädagogischen Intentionen sind darüber hinaus immer auch auf das Gewissen der Lernenden gerichtet, deren eigenständige Spontaneität im Zusammenhang mit der Lebenskultur- und Normenwelt einer gegebenen Gesellschaft steht. Dabei müssen nach Blankertz die Reflexionsgehalte der Wissenschaft didaktisch mit den ethischen Sollensbestimmungen verbunden werden, damit die Lernenden Wissen und Gewissen entfalten können. Dabei ist für Blankertz auf Seiten der Lernenden das Eigenrecht der Jugend ein grundlegendes Regulativ und Postulat. Damit ist gemeint, dass die Jugend und mithin die Lernenden ein Recht darauf haben, den Unterrichtsinhalten einen eigenen Sinn zu verleihen. Überhaupt lässt sich Blankertz' bildungstheoretische Didaktik nur als Sinntheorie verstehen. Denn wo die Erziehungsansprüche zu Aufgaben für die Lernenden werden, denen im Lernprozess kein Sinn abzugewinnen ist, wird eine Bedingung für die Öffnung kritischen Bewusstseins negiert. Die sinnindifferente Informationsaufnahme könnte dann nur durch die Unterwerfung der Lernenden erfolgen. Diese Unterwerfung der Lernenden lehnt Blankertz im Sinne der Kritik und der Aufklärung allerdings nachdrücklich ab. Grundlegend für Herwig Blankertz' Äußerung zu den Lernenden ist die Voraussetzung, nach der der lernende Mensch immer auch der arbeitende Mensch ist. Deshalb legt Blankertz großes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche in der Berufsausbildung. Dabei ist es ihm vor allem um Chancengleichheit im Bildungssystem zu tun, die vor allem auch durch eine ideologiekritische Analyse des politischen und ökonomischen Systems erreicht werden soll. Blankertz geht dabei grundlegend vom Eigenrecht der Jugend aus, die sich im Rahmen einer sinnvollen und sinnerschließenden Didaktik anhand der Lerninhalte ein kritisches Bewusstsein öffnen sollen. Dabei geht es immer auch um die Entfaltung von Wissen und Gewissen im Sinne einer allgemeinen Sittlichkeit. Herwig Blankertz hat seine Didaktik vor allem als Handlungsanleitung für Lehrende entworfen. An verschiedenen Stellen kommt er jedoch auch auf die Lernenden zu sprechen.
So ist für seine Didaktik die Grundannahme wesentlich, dass der lernende Mensch immer auch der arbeitende Mensch ist. Deshalb war sein bildungspolitisches Streben mit der Gründung von Kollegschulen darauf gerichtet, breite Chancengleichheit im Bildungssystem zu verwirklichen. Aus ideologiekritischer Perspektive fordert Blankertz daher auch die eingehende Analyse des politischen und ökonomischen Systems, in dem Ausbildung und Bildung stattfinden. Dabei war ihm das Eigenrecht der Jugend ein großes Anliegen. Die Lernenden sollen den vorgegebenen Inhalten der Ausbildung eigenständig Sinn zuordnen und so auch im Blick auf eine allgemeine Sittlichkeit Kritik, Wissen und Gehwissen entfalten. Eine Unterwerfung der Lernenden unter die Lehrenden lehnt Blankertz nachdrücklich ab.